So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem The Blazing Blade. Im letzten Part haben wir eine neue optionale Mission angefangen. Und ja, wir sind jetzt hier, da wo jetzt die Typen gerade keine Magie ansetzen dürfen. Finde ich sehr gemein, aber auch sehr lustig. Das heißt, wir können hier vorrücken und sie erledigen. So zum Beispiel. So. Und dann können wir noch mit den Longbow probieren, ihn zu killen. Das klappt nicht. Ah, das ist irgendwie doof. Ich will den noch in der Runde killen. Hm. Wie viel Schaden machst du? 14 nur. Das ist eine Verteidigung von 6. Hältst du schon aus? Entschuldigung. War ich nicht schnell genug zu muten? Nee. Ja, please. Das ist ja lustig. So. Wie bringen wir die um, ist jetzt die große Frage. Wir können einen guten Kill überlassen. Den Swagnus vielleicht auch noch. Gehen wir hier vorne hin. Damit der Hector gleich seinen Hammer geben kann. Speed Resistance. Ja, ganz gut. Hm. Lass nicht eine Menge Erfahrungspunkte spucken, die Typen. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir auf. Immerhin ist der momentan eher alles frisch und supi. Bis jetzt sehe ich keine Probleme bei dieser Map. Es sei denn, wie gesagt, auf einmal hört jetzt dieser Magic Seal auf. Und dann greift er mit seinem scheiß Bolt an. Was bei der einen oder anderen Einheit ziemlich schmerzhaft sein kann. Deswegen beobachten wir das Ganze mal. Das ist ziemlich egal sogar. Pfeh. Ich mache mir Sorgen. Sonst kommt keiner in meine Richtung. Das ist auch ganz gut. So, einmal. Ach, guck einer an. Hey. Don't be frightened. I'm not your enemy. Huh? My name is Renault. I'm on a pilgrimage. What, a bishop? Please forgive me. I didn't know, but my behavior was... What are you doing here? You don't appear to be with the Dark Robot group I saw earlier. You had to fight that group. To fight? There's no reason one such as you. It's for very dear people. I'm protecting someone. Please, Your Excellency, forgive me. I'm sure I cannot convince you to lay down your arms. That being the case, I give you this. What is it? It may help you, if longer. Even if you face the misery of defeating combat. You might yet find another road to, if you but live. Thank you, truly thank you. May if the force of God surround you always. Thank you. Blessing upon you too, Your Excellency. Goddess Icon. Mhm. Ich überlege gerade, was ist ein Ding, was du Wusches machen durfte, und ich habe eins, wenn ich ihn sogar benutzt. Was war das nochmal? Glück plus 2, okay. Nicht allzu wichtig. So, Hector, hier ist dein Spielzeug. Dann würde ich sagen, setzen wir uns so hin, dass uns der andere auch treffen kann. Ja. Hm, Hector trägt aber jetzt eigentlich keinen Hammer in der Hand, ne? Wäre interessant, die Realisierung, dass ich gerade mit dem Hammer wirklich darum eier. So. Das kommt nicht so richtig in meine Richtung. Und ja. Den Teil Backup freilassen und dann passt es. Wie weit? Okay, einen Teil hier drin hier aufstellen.
Genau so. Nach wie vor immer noch kein Tun bei den Typen hier. Interessant ist ja auch, der Ziel hier vorne wird mir sogar als Boss angezeigt. Na dann. Wobei ich ja nicht nur das Geld hier seizen muss. Der Typ kann aber überhaupt nichts dann gegen mich machen. Das ist merkwürdig, das zieht auch doch gewiss immer ab. Kannst du mich erzählen, dass ich jetzt zum Boss hingehen kann und ihn einfach umnieten kann oder so sich wehren kann? Niemals. Das klingt nicht logisch. Okay, bis zum Vor kann ich gehen, dann kann ich den nächsten anlocken. Irgendwas stimmt hier doch gar nicht. Also das stinkt gerade richtig. Ganz ehrlich, das stinkt gewaltig. Weil ich doch zu nahe komme, haut das Ziel ab und er haut mit seinen Bolts rum wie ein Idiot. Wobei Tsuna macht auch keinen Sinn, weil es immer zu einfach ist, weil ich direkt vor seiner Nase stehe. Komm, Lucius, ich muss überlegen, wer Glück braucht. Bei Glück, ich überlege gerade, was ist Glück immer für ein Stat gewesen? Hat, glaube ich, was mit der Crit-Chance zu tun, ne? Die Chance zu quitten und die geringere Chance, gequittet zu werden. Ja, die ganzen Magier können wir hier nichts anhaben. Das ist das einzige, wirklich ist noch der Typ hier. Und dann haben wir die hier irgendwann. Aber die ganzen können wir nicht das Wasser reichen. Wobei, ich muss aufpassen auf die Pegasus Knights. Das ist aufpassen, Hector ist auch gut dagegen, ne? Aber ich könnte mit Hector ein Schrittchen nach vorne gehen. Um den guten Jan zu locken. Aber stimmt, ich muss aufpassen. Denn der Gute kann ja durchaus Magie einsetzen. Wenn er halt hier vorne steht. Das heißt, wenn ich einen Hirn bewege, kann er zaubern, aber ich kann nicht kontern. Zwei Resistenz bloß. 8 Might. Das wären 12. Boah, ich kann's provozieren. Mit Rebecca ruhig, ist nicht schlimm. Hab ein Highlight dann hinter. Und das davon aufschließen, gut ist. Ach, das ist ein Javelin. Okay, dann kommst du in meine Richtung. Das wird so ein bisschen gefährlich von mir. Sie bleibt ja mit 2 AP brav am Leben. Oder auch nicht. Alles gut. Und noch ein Level Up. Das ist gut. Zwei ganz normale pupplige Magier. Ich würde sagen, wir schicken Kanas mal dahin, um da aufzuräumen. Und das war's. So. Wenn ich jetzt ein Schrittchen nach vorne gehe. Wie weit kommst du eigentlich? Da kann er angreifen. Okay. Ach so. Ich kann nicht mehr heilen auf dem Teil. Okay. Das ist interessant, ich darf ihn nicht mehr heilen. Das ergibt Sinn. Ja, das ist interessant, ja, durchaus. Wie mache ich jetzt den ja am besten kaputt? Ich könnte wieder das mit Rebecca anlocken. Die Frage ist aber auch, was mache ich dann bei dem Typen da? Wenn ich Sektor nach vorne bewege, wird er gewiss angegriffen.
Merkt dort Resistenz von mageren 1. Ja, das dachte ich mir, dass es nicht viel bringt. Wie machen wir das jetzt? Mit Irk geht's leider nicht. Weil er zu weit weg sitzt. Wir können Sanus machen lassen von unten aus. Dann könnte er ihn aber angreifen. Ich glaube, Sanus hat eine relativ gute Resistenz gehabt, ne? 2. Erkennt er eine relativ gute hatte. Ja, pff, er wird mich nicht umbringen können. Damit. So, dann gehe ich einen Schritt runter mit Rebecca, damit ich sie heilen kann. Noch einmal, dann kriege ich mit Servian ein Level up. So, können mich jetzt noch die Pegasus Knights treffen? Sieht nicht so aus, ne? Hey, ich kann sogar mit Hector einen Schritt hier nach oben gehen, um die einzulocken. Pure Strats. Und die Morphs können mich damit immer noch nicht angreifen. Das ist auch gut. Das heißt, der ist weg. Dann komme ich mich gleich. Den lasse ich jetzt anlocken. Und kümmere mich dann danach darum. Gucken, wenn der Kill bekommt. Irgendjemand. Ich überlege gerade, soll ich jemanden mitschicken mit Kanas? Vielleicht Barcher? Oh, why not? Vielleicht kommen noch ein paar andere Gegner da mit. Kann Lucius auch noch mitgehen. Falls so mit noch ein paar mehr kommen, außer jetzt eben diese Magier. So, sollte Hector noch den anderen Pegasus Knight bekommen, kriegt er ein Level up. Ist mir ziemlich egal. Ah, ich hätte Sane ja auch theoretisch. Ah, ne, hätte ich gar nicht machen können. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ihn mit einem Javelin ausrüsten können. Wie soll das gehen, wenn er eine Armor-Unit killt? So. Dann haben wir noch einen ganzen Pegasus Knight. Und dann noch die Morphs. Den Valley wird den Kill. Why not? Ich mag Eliwood. Kommt zumindest keine shitty Level-Ups bei mir. Also ein paar, ja, aber nicht nur. So, letzter Pegasus Knight könnte das da hinten hinkommen. Und da können wir auch theoretisch Hector hinsetzen zum Abfangen. Und dann geht es darum, die ganzen Typen anzulocken. Aufpassen, jetzt können sie mich treffen. Wir packen Kanas einfach da vorne hin, dann sollte die Sache schon gegessen sein. Ja, Lucius noch einen Block rausschicken, dann passt das. So. Dann gucken wir jetzt vielleicht die ganzen Bogenschützen daraus locker. Eventuell kann das Irk machen, weil nun 3 Verteidigungen, mehr macht er besser nicht. Schwer zu sagen, wie ich das machen soll. So, ich habe ihm noch die ganze Zeit Skill gegeben, jetzt levelt er es die ganze Zeit. Böser Hector. Vorhin ist es nicht gelevelt. So, wieder ein bisschen Swag Power. The Power of Swag. Diese Animation einfach. Manche Animationen im Spiel sind echt cool. Einfach, ich lehne mich kurz zurück. Nö, irgendwie meint er, will mich einfach so nicht angreifen können. Lucius, wie schaut's mit Level Up aus? Nicht so. Ist ein Wald?
nämlich nicht. Na komm, Bartsch, du kriegst einen Kill. Vielleicht benutze ich irgendwann mal wieder. Und den soll keiner so umhauen. Auch wenn ich momentan kaum Dark Tomes bekomme. Aber keiner ist ganz nützlich. Den können wir auf Dauer vielleicht ein paar Mal noch mitnehmen. So. Jetzt die große Frage, wie mache ich das hier? Wir haben ja zwei Typen mit Silverbow, Sniper jeweils. Attack von 27. Seiniges. Oder ich probiere einfach den Typen auseinanderzunehmen und, naja, ob das Ding einfach gut ist. Problem dabei ist, die treffen mich ziemlich gut von da, ne? Yep, beide Silverbows treffen mich. Aber ich kann versuchen, Silverbow anzulocken, mit der Meinung, mal gucken, ob sie mich überhaupt angreifen. Ich muss nur das Ding erobern, mehr nicht. Das hier oben ist scheißegal. Wer ist denn gut genug von der Verteidigung, um so einen Schlag auszuhalten, von so einem Typen? 27. Was ist das für eine Verteidigung, Hector? 10. Wären also 17 Schaden auf dich, ne? Wie schwer ist denn so der Silverbow? 13, ne, 13 war der Mind. Weight 6. Das heißt, er greift mit 10 Speed an. Oh, Hector hat... Wie war das nochmal mit Double? Ich glaube bei 3 oder mehr, ne? Das heißt, er wird mich nur einmal angreifen. Das würde ja passen. Ist er jetzt... hat irgendeine mehr Verteidigung als Hector? Natürlich könnte Lin eventuell besser sein, weil sie auf jeden Fall nicht gedoubled wird und eine relativ hohe Auswahlchance hat, aber ihr Verteidigung von 4 gefällt mir überhaupt nicht. Bei 27 sind das hier, ne? Bei 27 wären das dann 23 Schaden. Das ist einiges. Und weg habe ich nicht anfangen, sie könnte wenigstens ordentlich zurückschießen. Ich probiere es mit Hector aus. Aber was ist, wenn ich gedoubled werden sollte? Ich glaube, es ist 27, macht der, ne? Ich wäre tot bei zwei Schlägen mit Hector. Bei Lin wären es wie viel? 23, ne? Aber ich bin mir dann sehr sicher, es ist nur ein Schuss. Dann setzen wir Lin als Bait hin. Platzieren unsere Einheiten entsprechend auf, dass ich den ersten Schützen direkt ausschalten kann. Ich habe für eine Sekunde gedacht, dass jetzt hier Sane auch drin wäre. Nee, ist er nicht. Alles gut. So. Nee, er greift mich nicht an. Morph greift mich nicht an. Na gut, dann nehme ich den Typen jetzt auseinander. Manikati. Boah, die Hitchance gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir kein bisschen. Ich speichere das mal ab besser. Save unter den ersten. So. Das war ich ein bisschen shitty mal wieder von mir, aber ich habe keinen Bock, dass die Typen noch mal denken, oh, wir greifen jetzt doch mal an und guck mal, wie viele Einheiten wir gerade im ersten Schlag killen könnten. Ihr wisst, was ich meine. Den wäre schon am besten, wenn ich am ersten Zug schaffen könnte. Wenn sie quittet, habe ich gewonnen. Thunder! Thunder, hear my cry! Ich glaube nicht, dass Thunder dein Cry hört. Tod, Alter. This can't be happening. Oh, doch. Hm?
Upsi. Is everyone well? Yes, somehow. Anyway, I'm sorry. I thought things I shouldn't have. No, I was shouting without thinking. I was wrong. Forgive me. No, it was my fault. If I hadn't... It's no one's fault. There's an eerie power here. Eerie power? I don't feel it any longer, but it was meant to make us uneasy. Was it connected to that area where magic was nullified? Glad you mentioned it. I was so irritable. I couldn't let even the smallest thing go without complaining. What could it have been? The Black Fang couldn't use magic either, so it wasn't an ally of theirs. Who knows? It's gone now, so no sense is worrying about it. We should concentrate pushing forward. Let's make case to Dragon's Gate. Oh yeah, please. Following Urukai's last words, Elwood ventures towards the heart of the forest. He is greeted by an extraordinary sight. A building unlike any he's ever seen. It was clearly not wrought by human hands. It is waiting for the master who abandoned it century past. Massive beyond itself, a belief. These ancient ruins have nothing to do with mankind. Elwood has arrived. He has found the Dragon's Gate. Oh boy. Und wir haben nur 8 Minuten im Part. Chapter 19, Dragon's Gate. Wow, die schöne Musik. We hear the Dragon's Gate. What's wrong, Ninian? You're trembling. This place, so frightening. Something powerful. It's her power, isn't it? Her power? What's that? He has the ability to sense impending danger. Her memory may be gone, but her power remains. What is it you sense, Ninian? I should not have come here. Something awful will happen if I'm here. Ah! Ninian? Snap out of it. This place, no. I... She's getting worse. Let's get her away from here. Diese schwarze Box einfach nur. You'll not be going anywhere. Ach, der wieder. That cripple has escaped this island and caged twice. Now that she's back, she'll not be allowed to fly away and again. Who are you? We meet at last. I'm Ephidel. Pleased to make your acquaintance. You're Ephidel? I've been looking forward to this. Gallantly spoken. Of course I know who you are. Marcus Ostia's younger brother, Lord Hector. And here we have Caelyn's beloved princess, Lady Lindis. By the way, the gift I left for you in the forest, was it to your liking? The corpse of that filthy red-haired traitor? Oh boy, monster! Stay right here! I'm going to crush the life from you with my bare hands. Oh, I see. She was an Ossian spy, wasn't she? Don't worry, she did not suffer. It only took one blow. Die! He vanished. What? This girl is needed for the master ceremony. Ninian! Lord Elwood, let me go. Lol, einfach mitgenommen. Vanished. Rest. Lord Ephidel, is the girl with you? As you can see. Oh, the ritual can take place at last. Yes, well, we must have infestation of mice to deal with. They should be scurrying in there here momentarily. They must be dealt with before the ritual takes place. May I entrust this test to you? Of course! Who do you think I am? I am Darren, Marcus Laws, ruler of this world. Very well, I leave it to you. Ruler of the world, ha ha ha. What's an idiot? Humans, they are so fragile.
Oh boy. Ah, you've done well, precious Aphidel. Shall I prepare for the ritual? Nurgle. Nee, wie hab ich schon mal genannt? Nurgle. Let it go, you Marcus Ferrey. This it's destiny. There could be no other outcome. Despise all your... mein Gott, meinst du meine Stimme los? Despite all of your mischief, the girl was fated to return to me. My son, where's Eddiewood? He's still alive. Of course, it's only a matter of time before the Black Fang finishes him. Nurgle, prepare to die! Eh? Oh boy. Yeah. That was a surprise. When did you undo his bonds? Why do you heed to my? Why do you not heed my warnings, Lord Albert? You cannot alter destiny. Stop this foolishness. Jafar, take Marcus Ferrey and the girl to the far chamber. I will begin preparations for the ritual. So I will be done. Wieder mal da. Oh boy, was ist das denn? I've been waiting for you, son of Ferrey. Where's my father? Inside. His father inside. We'll never see him, though. Even if you break through here. The path you seek is guarded by Marcus Laos. Will you not withdraw? It's too late for that, isn't it? We'll never leave here alive. Random Geistermeinung, ich krieg auf die Fresse. Dann würde ich sagen, tun wir noch unsere Einheiten auswählen und dann den Part beenden. Marcus Laos, ja? Dafür, dass er aber ein General ist, hat eine ziemlich gute Resistenz. Das wird eine Herausforderung, kaputt zu bekommen. Da brauche ich auf jeden Fall Hammers und Heavy Spears, das ist klar. Dann haben wir hier noch zwei mit... ich wollte gerade sagen, zwei mit Lunas. Aber es wäre ein Shaman mit Luna und ein Shaman mit Flux, okay. Wow, ein Armor Slayer, okay. Und den Armor Slayer bekomme ich ja sogar. Gut zu wissen. Zielbau, Einbau... Halbert? The fuck ist das? Effective against Cavalry, okay. Also eventuell keine Kavallerie mitnehmen und gleich diesen Nachteil wechseln. Poison Lance. Ex-Weaver? Ah. Guck an, ich brauche also mal wieder Matthew. Eine Menge Gegner. Oh Gott, irgendein Typ hier. Mach mal ganz kurz, hier komme ich ja gar nicht durch. Nee, aber ich kann Matthew einsetzen, um hier reinzukommen, den Typen auszuschalten. Und dann irgendwann hier durchkommen. Okay, es ist ein bisschen verwinkelt, das Ganze hier. Dann haben wir Mr. Idiot. Ist er gerade ein Longbow? Ne, Silverbow. Ja, ein bisschen blöd, seinen kaputt zu bekommen, aber kriegen wir hin. Eine Menge Dorkies vor allem. Ein Armor Slayer, Short Spear. Okay. Welche Einheiten nehmen wir mit? Das ist die große Frage. Kane und Sand, ich weiß nicht. Bartschwein nehme ich nicht mit. Kane und Sand. Also auswählen ist klar, nehmen wir mit. Matthew brauchen wir auf jeden Fall. Wobei an sich hilft ja keiner von unteren. Höchstens Marcus noch, wenn wir unbedingt ihn brauchen. Die Frage ist, wie Sane kann mitnehmen an sich schon. Ich meine, wir haben jetzt einen, einer, der gut gegen Kavallerie ist. Aber es ist ja noch längst kein Garant zu sagen, ich kann sie nicht gebrauchen. Doch, das machen wir so. Wir haben einen Hammer, wir haben noch einen Heavy Spear, wir bekommen den Armor Slayer. Das passt so. Richtig getestet, Leo. So. Das passt eigentlich. Hier in die Ecke kann nichts kommen. Wir könnten probieren, mit Matthew einmal aufzumachen und den Deck auseinanderzunehmen. Dazu will ich Matthew ein bisschen hier hinstellen. Und Sane eventuell dann hier so. Mit ein bisschen Glück kann ich ihn dann in den Jenseits pusten. Okay, speichern wir das ab. Und starten dann einmal.
Den deployen wir diesmal. Leo, the final battle is approaching. The traitor allows. He harmed Lord Housen and caused grief to Lady Lindis. As a true knight of Caden, we will make him pay. Even to me. Wenn du das sagst, Zane. Ich weiß zwar nicht, was es genau bringt, wenn ich es dir überlasse, aber ich merk's mir mal. So, theoretisch kann ich nämlich den Typen einmal angreifen hier, aus der Distanz, ein bisschen Schaden zu machen und dann etwas erledigen. Weil der geht mir gleich auf den Sack. Aber okay, ich werde einfach mal sagen, hier machen wir Schluss. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dann, ciao!